Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute steht er für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Torschütze und für diesen müssen wir dunkle Inquisitorin Xanesh bezwingen und zuvor noch dreimal gefahrlos eine Lernkugel beseitigen, wenn weniger als 3 Sekunden von der Lern erweckt verbleiben. Hört sich jetzt mittelkompliziert an, ist es tatsächlich auch. Und zwar, was müsst ihr genau machen? Wir haben nämlich hier bei dem Boss alle paar Sekunden die Orb-Phase und da spawnt der Boss 3 Zonen auf dem Boden. Die seht ihr jetzt hier gerade. Da müssen sich 3 Spieler reinstellen und dann bekommen diese 3 Spieler einen Debuff und hier diese lustigen Tentakeldinger auf dem Kopf. Und jetzt können sie eine Orb, die auf der einen Seite der Plattform spawnt, damit navigieren. Und die darf nichts berühren. Ich glaube, im NHC hier seht ihr, sind gar keine Basilisken im, Oberobelisken so rum. Im HC gibt es dann noch so Hindernisse, wo man die nicht reinlaufen dürfen. Also von dem her muss man da ein bisschen gucken. Den Boss in der Mitte dürfen sie auch nicht erwischen. Und ihr steuert quasi mit diesen Teilen jetzt einfach die Orb und die muss in dieses Portal da hinten rein. Mehr ist es eigentlich nicht. Aber fürs Achievement müsst ihr schauen, dass der Buff, also dieser Tentakel-Buff, kurz vorm Auslaufen ist, also nur noch 3 Sekunden haben darf, dass es fürs Achievement zählt. Und ihr seht, hier haben wir gerade einen Achievement-Track-Add-on, das zeigt, 3 von 3 haben geklappt und jetzt können wir den Boss umhauen. Wir hatten das erste Mal verkackt, also beim ersten Mal ist es eine Sekunde zu früh reingeflogen, also der Buff war noch 4 Sekunden drauf und nicht mehr 3 Sekunden und dementsprechend hat es nicht gezählt. Also selbst wenn ihr einmal verkackt, könnt ihr dann die nächsten bei dem nächsten 3 Mal das durchhauen. Ich glaube, es gehen sogar insgesamt 5 Orb-Phasen durch und wenn es halt nicht klappt, dann legt euch einmal ab und macht es dementsprechend nochmal. Schwierig ist es nicht, für den kompletten Raid ist eigentlich nur ganz normal der Boss und halt für 3 Spieler, die dieses mit der Orb steuern, müssen halt quasi das kurz vor die Orb, vor das Portal bringen und dann einfach nur immer hin und her bouncen. Im Normal geht es wunderbar und sobald dann nur noch 3 Sekunden über sind, haut ihr das Ding in das Portal rein und ja, ihr seht, wir haben Boss umgehauen, Achievement ist aufgeploppt, mehr war es nicht, war eine relativ einfache Sache, 3 Leute, die das hinkriegen, mit dem Steuern braucht ihr halt und mehr ist es eigentlich nicht. Ja, das war es wieder mit dem kleinen Achievement Guide, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen, sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren, euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao.